Unter diesem Hashtag machten starke Frauen mit ihren starken Stimmen am Weltfrauentag auf die noch immer aktuelle Ungleichbehandlung aufmerksam. Und Vorarlberg traf Tirol. Ja, wir sind beide. Da sind wir ja fast Nachbarn. Ja, fast Nachbarn. Ziemlich weit angereist. Aber. Ich merke, ihr seid beste Freundinnen. Soeben kennengelernt. Kennengelernt. Wir verstehen uns. Ja. Kannst du ihren großen Hit ansingen? Leider nein, aber wir werden uns jetzt connecten. Kannst du ihren großen Hit ansingen? Das werden wir so heute. So gut kennen wir uns jetzt nicht. Dann kenne ich zwei aufmerksame Zuschauerinnen heute Abend. Ja, wir werden uns gegenseitig auschecken. Voll. Das machen wir auf jeden Fall. Machen wir. Machen wir Competition, wer hat den besseren Song? Nein, warum schon wieder Competition bitte? Wir sind Frauenpower, gegenseitige Unterstützung. Und das ist einfach die Gleichberechtigung. Für die erhoben Anwesende ihre Stimmen. Abwesende stimmten ein anderes Lied an. Es gab jetzt eine Umfrage der Kronenzeitung, die hat ihre Leser gefragt, finden Sie, dass die Politik genug für die Gleichberechtigung tut? Mhm. Und eine Mehrheit von 57% hat gesagt, tut genug.